Wer den Duisburger Zoo kennt, der verbindet den Park vermutlich in erster Linie mit der umstrittenen Delfinhaltung und Koalabären. Leider war bei meinem letzten Besuch durch Corona sowohl das Koala-Haus und auch das Delfinarium geschlossen und auch die Tropenhalle Rio Negro mit Flussdelfin konnten wir nicht besuchen. Das Koala-Haus ist inzwischen schon wieder besuchbar und nächstes Jahr sieht die Welt hoffentlich generell anders aus, sodass ich dann wiederkommen kann und noch einmal einen allumfassenden Eindruck vom Zoo schildern kann. Bis dahin nutze ich die Gelegenheit und beantworte in diesem Video die Frage: Lohnt sich ein Besuch im Duisburger Zoo trotz dieser Einschränkungen? Und um meinen Spannungsbogen direkt wieder kaputt zu machen, beantworte ich die Frage mit ja. Denn trotz aller Einschränkungen war unser Besuch im letzten Juli absolut highlightreich. Schon zu Beginn haben wir etwa den Riesenotter bei einem Tauchgang erwischt. Und später dann auch an Land. In der wunderschön gestalteten Luchsanlage lief ein Exemplar buchstäblich direkt vor unserer Nase vorbei. Auch die arktischen Wölfe waren sehr fotogen unterwegs. Und mein persönliches Highlight waren die wuseligen tasmanischen Teufel. Die bekommt man wirklich nicht immer so schön zu Gesicht. Allein schon, weil es sie in Deutschland eben auch nur in Duisburg zu sehen gibt. In ganz Europa gibt es ansonsten nur eine Handvoll Haltungen. Der größte noch lebende Raubbeutler ist ein Indiz dafür, dass auch abseits der Koalas im Zoo Duisburg ein Australien-Schwerpunkt herrscht. Entsprechend gibt es neben australischen Tieren, die man häufiger in Zoos findet, auch einige Raritäten, wie zum Beispiel den putzigen Nacktnasen-Wombat. Auch ihn findet man in Deutschland nur in Duisburg. Der Schwerpunkt Australien wird 2021 durch eine neue Outback-Voliere, in der nicht nur Vogelarten, sondern auch Gelbfußkängurus gehalten werden, noch einmal gestärkt. Doch natürlich findet man in Duisburg nicht nur Tiere aus Australien, sondern aus aller Welt. Euch erwarten hier also auch Elefanten, Giraffen, Seehunde, Pinguine oder Tiger, die in zwei noch sehr neuen Anlagen leben, die ich bei meinem Besuch jetzt auch zum ersten Mal bestaunen durfte. Und ich muss sagen, insbesondere die größere der beiden Anlagen gefällt mir sehr gut. Sie ist wunderschön gestaltet und bietet dem Besucher tolle Einblicke. Aus diesem Haus heraus hat man einen wunderschönen Überblick von oben herab auf die Anlage. Und unten drunter kann man, wie an anderer Stelle auch, durch Glasscheiben direkt ins Gehege schauen. Ähnlich wie bei den Tigern wurde auch für die Löwen ihre alte Außenanlage um einiges erweitert, sodass sie jetzt 2500 Quadratmeter umfasst. Das freut nicht nur die Löwen, auch die Einsichtsmöglichkeiten für die Besucher haben sich deutlich verbessert. Gleich aus drei Perspektiven kann man durch große Panoramascheiben in die Anlage schauen. Direkt daneben liegt die Brillenbäranlage aus dem Jahr 2012, vermutlich immer noch meine liebste Anlage im Zoo. Hier gab es nun auch schon mehrfach seltene Zuchterfolge und auch wenn der letzte Nachwuchs inzwischen schon etwas ausgewachsener ist und nicht mehr ganz so klein und tapsig daherkommt, bieten sie den Besuchern immer noch ein sehr unterhaltsames Schauspiel. Bei den Gorillas sieht es ähnlich aus. Auch hier konnte man seit Eröffnung der großen Freianlage von 2008 an mehrfach Nachwuchs feiern. Die Gorillas leben am und im Aquatorium, das bei seiner Eröffnung 1962 als das größte Affenhaus der Welt galt. Hier leben unter anderem auch Rodaway-Meerkatzen, die in der Natur durch Jagd und Rodung ihres Lebensraums vom Aussterben bedroht sind. Und sie zählen auch zu den seltensten Tieren in menschlicher Obhut weltweit. Nach Duisburg kamen die wunderschönen Tiere aus Heidelberg, der einzigen anderen deutschen Haltung. Und seitdem gab es hier mehrfach Nachwuchs, sodass der Zoo Duisburg erfolgreich zum Arterhalt beitragen kann. Weniger schön ist die Orang-Utan-Haltung. Die Außenanlage ist viel zu klein. Das ist vermutlich die schlechteste Orang-Utan-Haltung, die ich persönlich in Deutschland kenne. Entsprechend ist das für mich die größte Baustelle im Zoo, wo sich dringend etwas ändern müsste. Auch ansonsten gibt es ein paar Gehege, wo mal was passieren könnte. Ich meine, die Elefantenanlage ist zum Beispiel jetzt nicht gerade gigantisch. Aber der Großteil der Gehege hier ist absolut in Ordnung oder, wie eben gezeigt, ja durchaus auch sehr schön.
Und daher ist der Zoo Duisburg für mich auch einer der schöneren Zoos und eben vor allen Dingen auch ein sehr einzigartiger Zoo. Nicht nur wegen zahlreicher tierischer Raritäten, sondern auch dank Eigenheiten wie dem großen chinesischen Garten. Der ist wunderschön und eine ideale Fotolocation, zum Beispiel für Pärchen. Außerdem ist der Zoo insofern schon besonders, dass er von der A3 geteilt wird. Es gibt zwei Bereiche links und rechts von der A3 und eine große Brücke verbindet die beiden Teile über die Autobahn. Das ist, glaube ich, auch einzigartig. Ein wilder Mercedes! Und auch wegen solcher Kleinigkeiten ist der Zoo Duisburg für mich einer der absoluten Must-See-Zoos in Deutschland. Auch ohne Delfine und Koalas. Hier gibt es so viel zu entdecken, eben neben den klassischen Zootieren auch viele Raritäten. Der Großteil der Anlagen ist auch wirklich schön, die Parkgestaltung ist gelungen. In Duisburg gibt es, abseits von der katastrophalen Orang-Utan-Haltung, nicht viel zu meckern. Wie gesagt, für mich ist er in der Liste an Zoos, die man in Deutschland mal besucht haben sollte, sehr weit vorne mit dabei. Das gilt allerdings auch für den nächsten Zoo, den wir uns ansehen werden, alleine schon wegen der reichhaltigen Historie. Denn in der nächsten Folge geht es in den Norden, nach Hamburg, in Hagenbecks Tierpark. Klickt also unbedingt auf Abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Am besten aktiviert ihr, um ganz sicher zu gehen, auch die Glocke, dann verpasst ihr es garantiert nicht. Ansonsten lasst mich bis dahin natürlich wissen, was ihr vom Zoo Duisburg haltet. Wart ihr schon mal da? Teilt ihr meine Einschätzungen? Oder habt ihr vor, meinem Rat zu folgen und den Zoo Duisburg in nächster Zeit einmal zu besuchen? Bis dahin, macht's gut, bis bald, euer Martin.